Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem sehr, sehr, sehr wichtigen Video. Ich möchte ein Thema ansprechen, mit dem ich in meinem früheren Berufsleben als selbstständige Apothekerin mehrmals täglich konfrontiert wurde. Nicht wenige Menschen sind hierzulande auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Dazu gehören vor allem Antidiabetika, Blutdruck- und Cholesterinsenker, Antiarrhythmika, Antiasthmatika, Schmerzmittel, Antibiotika, Abführmittel, Antiallergika, Psychopharmaka, Beruhigungsmittel oder Magensäureblocker. Häufig werden auch gleich mehrere Arzneimittel verabreicht, die sich entweder miteinander nicht vertragen und sogenannte Wechselwirkungen bzw. Interaktionen eingehen, oder aber die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen wie Vitaminen oder Mineralien ernsthaft bedrohen. Soll heißen, wer solche Medikamente dauerhaft einnehmen muss, kann irgendwann, auch wenn er sich vielleicht noch so gesund ernährt, einen Nährstoffmangel erleiden. Auf die wichtigsten Wechselwirkungen und die Mechanismen dahinter möchte ich nachfolgend eingehen. Und auch wenn du selbst vielleicht nicht betroffen bist, du kennst sicher jemanden, für den die Informationen hilfreich sind. Generell unterscheidet man bei den Wechselwirkungen zwischen den pharmakodynamischen und pharmakokinetischen Interaktionen. Pharmakodynamische Wechselwirkungen zwischen einem Arzneimittel und einem Mineralstoff betreffen den Wirkungseintritt, die Wirkdauer, die Wirkstärke sowie die Nebenwirkungen. Dabei können sich unerwünschte Wirkungen verstärken bzw. erwünschte Wirkungen abschwächen. Aber auch umgekehrt ist das möglich. Das passiert vor allem dann, wenn die Substanzen in den gleichen hormonellen Regelkreisen wirken. Dadurch, dass viele Mikronährstoffe wie die Folsäure oder auch das Magnesium als Coenzyme fungieren, treten hierbei die meisten Probleme auf. Vor allem dann, wenn die verabreichten Arzneimittel als direkte Antagonisten, also Gegenspieler, wirken. Pharmakokinetische Wechselwirkungen hingegen betreffen die Biotransformation der Medikamente und auch der Mikronährstoffe. Konkret die Freisetzung, die Aufnahme, die Verteilung, die Umwandlung und die Ausscheidung im Magen-Darm-Trakt. Und häufig ist es hierbei so, dass die Bioverfügbarkeit eines Arzneimittels oder eines Mikronährstoffs drastisch reduziert wird. Mit anderen Worten, unser Körper bekommt nicht mehr genügend Vitamine und Mineralien und wenn ein Arzneimittel über einen längeren Zeitraum eingenommen wird, erleiden wir automatisch einen Nährstoffmangel. Hierbei gibt es ein Enzymsystem, was besonders relevant ist, weil es nämlich den Großteil der körpereigenen und körperfremden Substrate metabolisiert, die im Rahmen der Stoffwechselprozesse anfallen. Und genau hierüber werden auch die meisten Medikamente abgebaut. Es handelt sich um das sogenannte Zytochrom P450, kurz ZYP. Und da gibt es diverse Unterklassen, die dann mit Zahlen und Buchstaben spezifiziert werden, aber das würde an der Stelle zu weit führen. Das Relevanteste ist das ZYP 3A4, was über 2/3 aller Medikamente in der Leber abbaut. Es gibt einige Wirkstoffe und Arzneimittelgruppen, die ganz besonders kritisch sind. Ich beginne als erstes mit den Abführmitteln, den Laxantien. Die werden vor allem auch im Bereich der Selbstmedikation bei Verstopfung eingesetzt. Also die sind in der Apotheke frei verkäuflich und du brauchst kein Rezept dafür. Dadurch, dass große Mengen an Stuhl produziert werden und die Ausscheidung gesteigert wird, kann es zu einem gravierenden Mangel an Vitalstoffen kommen. Besonders betroffen sind hierbei Kalium, Calcium, Magnesium und auch die Folsäure. Beispiele für solche Wirkstoffe sind das Natriumpicosulfat und das Bisacodyl. Nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren die sogenannten Diuretika, im Volksmund unter Wassertabletten bekannt. Die erhöhen das Harnvolumen, sodass sie vor allem bei Bluthochdruck und Herzinsuffizienz eingesetzt werden. Betroffen sind hier besonders die Mineralien Magnesium,
Kalium, Calcium, Zink sowie die Folsäure und das B1, das Thiamin, als wasserlösliche Vitamine. Wirkstoffe, die besonders kritisch sind, wären zum Beispiel das HCT, das Torasemid und das Furosemid. Es gibt im Magen-Darm-Trakt auch noch eine dritte Gruppe, die extrem problematisch ist, und das sind die Magensäureblocker. Vor allem die PPI, die Protonenpumpenhemmer, zum Beispiel das Omeprazol und das Pantoprazol, und auch die H2-Blocker, wie zum Beispiel das Ranitidin. Die werden alle zum Beispiel bei Sodbrennen oder Reflux eingenommen. Problem ist nämlich, dass die Vitamin B12-Resorption durch den Intrinsic Factor magensäureabhängig ist, und wenn der pH-Wert ansteigt, weil die Magensäureproduktion gehemmt wird, wird automatisch weniger B12 aufgenommen. Aber nicht nur das B12 ist betroffen, sondern einmal mehr die Folsäure und ganz kritisch das Vitamin D3. Gerade das ist ja das Vitamin, was bei vielen Gesunden bereits defizitär ist, weil sich das schlecht über die Ernährung abdecken lässt. Deshalb ist hier besondere Achtsamkeit geboten und die Spiegel sollten regelmäßig überprüft werden. Nächste Gruppe, die Analgetika, die Schmerzmittel, zum Beispiel ASS, Indometazin, Ibuprofen oder Diclofenac. Die kennst du mit Sicherheit, weil sie auch in niedrigen Dosen frei verkäuflich sind, und wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal eine Tablette davon genommen, sei es gegen Erkältung, Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen. Problem hierbei: Bei zu langer Anwendung wird die Magen-Darmschleimhaut geschädigt und dabei steigt das Risiko von Magenblutungen. Dadurch, dass Eisen an den roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin, gebunden ist, kann es durch die Blutung zu großen Verlusten kommen. Ebenfalls gefährdet ist das Vitamin C, weil hier dessen Resorption vermindert und gleichzeitig die Ausscheidung erhöht wird. Weiter geht's mit den Antihypertonika, die gegen Bluthochdruck und bei Herzinsuffizienz eingesetzt werden. Da gibt's drei Wirkstoffklassen, die besonders kritisch sind, nämlich die sogenannten Beta-Blocker. Die erkennst du daran, dass sie auf Olol enden, wie das Metoprolol, das Bisoprolol, das Atenolol oder das Nebivolol. Dann die Calciumkanalblocker, wie das Amlodipin, das Felodipin, das Diltiazem, das Verapamil oder das Nifedipin, und die ACE-Hemmer wie Enalapril, Lisinopril, Ramipril und Captopril, also die enden meist auf Pril. Die bewirken bei längerer Einnahme, und das ist gerade bei solchen Medikamenten der Fall, dass sich ein Zink- und Folsäuremangel manifestiert. Nächstes Problem: Antiepileptika bzw. Antikonvulsiva wie Carbamazepin, Primidon, Valproat oder Phenytoin, die du im Normalfall auch dein ganzes Leben einnimmst. Und die sorgen für einen Mangel an Calcium, Vitamin B1, B6, K, Niacin, Folsäure und D3. Die Ursache liegt hier unter anderem darin, dass Antiepileptika die ZYP-Enzyme in der Leber aktivieren, die den Abbau von Vitamin D3 beschleunigen. Weiter geht's mit den Statinen gegen erhöhte Cholesterinwerte. Die gehören leider zu den absoluten Blockbustern unter den Medikamenten, und dabei sind sie in über 90% der Fälle absolut überflüssig, weil man seine Blutfettwerte sehr einfach mit der richtigen Ernährung positiv beeinflussen kann. Aber gut, das nur nebenbei. Wirkstoffe wie Fluvastatin, Lovastatin, Simvastatin, Atorvastatin, Pravastatin hemmen die körpereigene Cholesterinsynthese, indem sie ein bestimmtes Enzym blockieren, nämlich die HMG-CoA-Reduktase. Musst du dir jetzt nicht merken, aber die Krux ist, dass dadurch auch die Biosynthese von Ubiquinon bzw. Coenzym Q10 gehemmt wird. Und das ist ein Riesenproblem. Q10 ist essentiell für die Energiebereitstellung in den Mitochondrien und ein wichtiges Antioxidant, was als Radikalfänger unsere Zellen vor oxidativem Stress schützt. Die Folgen bei längerer Statineinnahme sind nicht zu unterschätzen. Es treten
gar nicht so selten muskuläre Beschwerden und Kopfschmerzen auf. Die Leber kann in ihrer Funktion gestört werden und es kann zu Verdauungsproblemen kommen. Außerdem wird die Glukosetoleranz verschlechtert. Mit anderen Worten, Statine können einen Diabetes begünstigen. Und damit sind wir auch gleich bei der nächsten Gruppe, den Antidiabetika. Im Speziellen geht es um das Metformin und das Sitagliptin, die vor allem aufgrund der verminderten Resorptionsfähigkeit einen Mangel an Vitamin B12 und Folsäure bedingen. Eine weitere Problemgruppe sind die Kortikosteroide wie Dexamethason, Prednison oder Cortison. Die beeinflussen vor allem den Knochenstoffwechsel negativ und erhöhen das Osteoporoserisiko, weil sie zum einen die knochenaufbauenden Osteoplasten hemmen und die knochenabbauenden Osteoklasten aktivieren und zum anderen die Calcium- und D3-Spiegel drastisch reduzieren. Außerdem wird auch noch das Vitamin C negativ beeinträchtigt, womit uns ein wichtiges Antioxidans verloren geht, was gleichzeitig für eine optimale Funktionsweise des Immunsystems sorgt, sodass auch hier gesundheitliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Auch bestimmte Antibiotika können einen Vitamin C-Mangel bedingen. Dazu gehören zum Beispiel die Tetrazykline wie das Doxycyclin, das Minocyclin oder das Oxytetrazyklin. Dadurch, dass Antibiotika gegen Bakterien wirken, schädigen sie auch immer unsere Darmflora. Dabei müssen wir bedenken, dass über 80% der Immunzellen sich im Darm befinden. Mit anderen Worten, nach einer Antibiotikatherapie ist eine Darmsanierung absolut essentiell, aber das nur so als Sidefact. Weiter geht es mit den Antidepressiva wie Amitriptylin und dem Imipramin. Die stören die Verstoffwechselung von Vitamin B2, dem Riboflavin, sodass auch hier bei chronischer Einnahme die Spiegel zum Teil drastisch reduziert sein können. Wir haben es gleich geschafft, aber eine Wirkstoffgruppe habe ich noch, nämlich die Antirheumatika, allen voran das Methotrexat MTX und das Sulfasalazin. Beide werden nicht nur als Basistherapeutika gegen rheumatische Erkrankungen eingesetzt, sondern auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Diese Wirkstoffe verursachen einen Folsäuremangel. Sulfasalazin hemmt dessen Resorption und MTX wirkt als direkter Antagonist, weil nämlich das Enzym Dihydrofolatreduktase gehemmt wird und genau das ist das Schlüsselenzym auf dem Folsäuresyntheseweg. Wenn zu wenig Folsäure im Körper vorhanden ist, dann wirkt sich das nicht nur negativ auf die Blutbildung oder die Entwicklung des Nervensystems aus, sondern erhöht vor allem den Homozysteinspiegel. Und das wiederum ist sehr kritisch, weil erhöhte Werte sehr stark das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigern. Also du merkst schon, das zieht einen ganz schönen Rattenschwanz nach sich. Was ich kurz noch erwähnen möchte, nicht nur die Arzneimittel wirken auf die Nährstoffe, sondern auch umgekehrt. Deswegen heißt es ja Wechselwirkung. Bedeutet, dass bestimmte Nährstoffe auch dafür sorgen können, dass Medikamente im Körper eben nicht ihre Funktion entfalten. Das kannst du jetzt positiv oder negativ sehen. Beispiele hierfür sind die Mineralien Calcium, Magnesium, Zink und Eisen, die die Wirkung von bestimmten Antibiotika wie Tetrazyklinen oder Gyrasehämmern verringern. Gleiches gilt für die Einnahme von Osteoporosemitteln wie Bisphosphonaten und Schilddrüsenhormonen, allen voran dem L-Thyroxin. Deshalb sollten diese Präparate nicht zu den Mahlzeiten und auch nicht mit Milch oder Milchprodukten bzw. Mineralwasser eingenommen werden. Was ich auch noch kurz erwähnen möchte, es gibt Interaktionen zwischen Nährstoffen und Medikamenten, die aus Sicht der Schulmedizin erwünscht sind. Vielleicht kennst du Menschen, die bereits einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten haben. Die bekommen häufig Blutverdünner verordnet, wie zum Beispiel das Fenprokumon, hat mein Opa damals auch genommen. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Vitamin-K-Antagonisten.
Vitamin K ist vor allem für die Bildung der Blutgerinnungsfaktoren verantwortlich und dadurch, dass es gehemmt wird, nimmt die Gerinnungsfähigkeit des Blutes ab und es wird verdünnt. So, das Video ist mal wieder etwas länger geworden und falls du noch dabei bist, dann erstmal Respekt an dich, denn ich weiß, dass das Thema gerade für jemanden, der die Begriffe noch nie gehört hat, extrem komplex ist. Genau deshalb habe ich dir alle wichtigen Wechselwirkungen noch einmal in einer Tabelle zusammengefasst, die ich dir jetzt einblende. Du kannst davon gern einen Screenshot erstellen und wie gesagt, du hast bestimmt Menschen in deinem Bekannten- oder Verwandtenkreis, die Arzneimittel einnehmen müssen und für die diese Informationen hilfreich sein können. Deshalb meine Empfehlung, bitte deinen Arzt darum, dass er ab und an ein Blutbild macht und die relevanten Mikronährstoffe mit überprüft. Sollte ein Mangel vorliegen, dann versuche ihn vor allem über die Ernährung auszugleichen. Ich empfehle dir eine pflanzenbasierte Vitalkost. Gegebenenfalls kannst du auch supplementieren. Dass du natürlich deinen Medikationsplan beibehältst, ist, denke ich, selbstverständlich. Falls du noch Fragen zum Thema hast, dann lass es mich gern in den Kommentaren wissen. Ansonsten danke ich dir heute ganz besonders herzlich, dass du mit dabei warst, wünsche dir ganz viel Gesundheit und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, bis dann. Tschüss.